Willkommen zur theoretisch zweiten Folge von Sekiro, vom Test. Ich sage theoretisch, weil A hatte ich heute relativ wenig Zeit, Gelegenheit aufzunehmen, wollte es jetzt eigentlich noch tun, hätte noch alles gepasst. Aber, ich klicke mal ein paar Sachen durch, wundert euch nicht. Die Sache ist, ich habe ein Windows-Update gemacht, das 18.09-Update. Das ist seit längerem, ich glaube Januar schon raus. Jetzt erst habe ich es gemerkt, dass es gibt und musste es auch manuell ziehen und es kam nicht über den normalen Update-Weg, whatever. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob es da dran liegt oder an was anderem. Der schwarze Bildschirm, den ihr seht, das ist meine Elgato. Und der Sound, den ihr hört, theoretisch, wenn meine Anzeige stimmt, hört ihr PlayStation-Sound. Theoretisch. Ich weiß nicht, ob es am Windows-Update liegt. Die Elgato hat schon öfter mal Dinge gemacht, dass kein Bild ankam. Das kann mal passieren. Was ich theoretisch noch hätte. Gucken wir mal, ob das geht. Ist der Controller leer. Und hier ist gerade auch die Hölle los, dass ich nicht weiß, wo meine Ladekabel sind. Habe ich gerade einen kabelgebundenen Controller? Ja, habe ich. Das ist natürlich jetzt richtig guter Vorführeffekt für alles. Alles auf einmal doof. Den Controller könntet ihr euch noch erinnern? Das war der, mit dem ich Guacamelee gespielt hatte und den zweiten langen Teil von Dark Souls 2. Den ersten Dark Souls Teil hatte ich ja mit dem Wii U Controller gespielt und seither hatte ich seither hatte ich auch ich klicke mal starten hier, das probiere ich gerade. Seither hatte ich auch schon mit dem PlayStation Controller viel gespielt. Also, ich höre von meinem PC aus. Interesting. Die PlayStation gibt kein Bild. Jetzt. Moment. Jetzt gehen wir mal vom Desktop weg und klicken die Elgato wieder an. Ne, die Elgato macht immer noch nicht mehr. Der Controller ist auch nicht mehr verbunden. Aber ich bin. Also, die PlayStation läuft. Aber auch der Controller mag nicht. Hier, PlayStation läuft. Mit dem Controller, den ich jetzt angeschlossen habe, kann ich es nicht spielen, weil das kein PlayStation-Controller ist und weil der vielleicht nicht angeschlossen war, als ich das Programm gestartet habe. Und bis ich das jetzt alles debuggt habe, warum ich diese ganzen Probleme habe, was die Ursache ist, was ich machen kann. Vielleicht ein Elgato-Update. Ja, werde ich ganz einfach die Folge nicht aufnehmen. Wenn ich mich nicht irre, ist auch der. War auch der. Bin ich auf dem richtigen Kanal? Ja. Ich meine, ich bin am Release-Tag, habe ich ein Video live geschaltet und zwei Aufrufe. Ich glaube, ich lasse die Testwoche einfach. Ich mache noch zwei, drei Videos einfach so in meinem normalen Rhythmus und dann war's das.
Ich hoffe, die haben keine Sicherheitslücke eingebaut. Egal. Ja, das war's auch schon. Schon ist gut. Das war jetzt auch 5 Minuten. Wenn es euch trotz allem gefallen hat, passt schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.